Herr Vorsitzender, lieber Herman van Rompuy, ich möchte an das anschließend ergänzen, was Herman van Rompuy hier zum Ausdruck gebracht hat. Aber lassen Sie mich eine Eingangsbemerkung machen. Am Samstag hat Europa 60 Jahre römische Verträge gefeiert. Wir gehen in Sack und Asche, wenn ich manche unserer internen Diskussionen verfolge. Diese 60 Jahre, die in Gang gesetzt worden sind durch Christdemokraten, durch Mitglieder unserer Partei, die Adenauers und die Gasperis und die Schumanns und letztlich auch Charles de Gaulle, der dazu gehört. Diese Europäer haben dieses Europa zu der glücklichsten Geschichte verholfen ihrer gesamten Existenz. Meine Generation ist die glücklichste der gesamten deutschen Geschichte. Und so geht es vielen anderen auch. Und bei allen schlechten Dingen, die wir haben, allen Shortcomings, die wir haben, müssen wir sehen, dass nie eine Generation besser in diesem Europa gelebt habe mit 60 Jahren Frieden, Freiheit und Wohlfahrt als wir. Bitte sagen wir das. Die jungen Leute wollen es wieder hören. Und die Österreich bei den Präsidentschaftswahlen und die Niederlande haben gezeigt, damit kann man Wahlen gewinnen. Das müssen wir uns wieder merken. Die jungen Leute sind kritisch. Sie wollen aber nicht zerstören, sie wollen besser machen. Darum geht es auch bei diesem Dokument. Dabei dürfen wir auch nicht vergessen, dass die Monet-Methode, die Gemeinschaftsmethode, ein wichtiges Instrument ist, weil es Effizienz von Mehrheitsentscheidungen bringt, weil es die Gleichwertigkeit der Nationen bringt, obgleich sie groß oder klein sind, was außerordentlich wichtig ist, dass wir hier Demokratie und Rechtsstaat haben. Und wenn ich unseren polnischen Vorsitzenden vorhin gehört habe, muss ich sagen, wir werden unserer polnischen Partei helfen, weil es unsere Prinzipien sind, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu haben. Das sind unsere Werte, die wir deutlich zum Ausdruck bringen müssen. Und meine Damen und Herren, wir brauchen Transparenz. Es ist so, dass die nationalen Regierungen sich verstecken, wenn es mit Europa was Schlechtes ist. Aber wir brauchen es deutlich zu machen, dass die Verantwortlichkeiten klar sind. Deswegen fordern wir, dass der Rat, wenn er endgültig abstimmt, in der letzten Sitzung öffentlich abstimmt, damit unsere Bürger wissen, wer für was wann abgestimmt hat. Das scheint mir eine wichtige Angelegenheit zu sein. Wir sind eine Partei, die Subsidiarität und Solidarität sieht. Nicht nur Subsidiarität, nicht nur Solidarität. Beides macht unsere Grundsätze aus. Und ich glaube, darauf wollen wir uns auch festlegen. Zu viel wird bei uns geredet nur über das Subsidiaritätsinstrument, um damit bestimmte Dinge zu erreichen. Aber Solidarität und Subsidiarität gehören zusammen. Und wir müssen deutlich machen, wenn wir über mehrere Geschwindigkeiten reden, dass wir immer mehrere Geschwindigkeiten meinen, dass nicht Einzelne abgekoppelt werden, wir nicht neue Mauern und Trennungen in Europa bauen, sondern im Rahmen des Vertrages wir hier Regelungen finden, dass einige vorangehen können, aber dass es immer offen sein muss für alle. Niemand darf abgekoppelt werden. Niemals darf einer Europäer zweiter Klasse werden. Auch das ist einer der wichtigen Prinzipien. Meine Damen und Herren, wir haben Herausforderungen. Terror und innere und äußere Sicherheit, Klimawandel, Migration, mit Migration auch die Frage von Lebensbedingungen und Flucht aus Afrika, Fragen, die mit Globalisierung zu tun haben. Keines dieser Fragen kann allein von einem Mitgliedsland allein beantwortet werden. Nicht Luxemburg oder Deutschland, nicht von Malta oder Frankreich. Jeder von uns ist auf den anderen angewiesen, dies gemeinsam anzugehen. Sonst werden wir das Problem nicht lösen. Keiner kann allein mit dem Migrationsproblem alleine fertig werden. Keiner kann allein den internationalen Terror bekämpfen. Hier müssen wir die Instrumente schaffen. Vielfach hat in diesem Bereich die Europäische Union die Kompetenzen, aber nicht die Instrumente, die ihr verweigert worden sind. Herman van Rompuy ist ein Beispiel dafür, wie man ohne Kompetenzveränderung in den gesamten Finanzbereich nach der Krise von 2008 Gesetzgebungen betreiben kann, die uns so in die Lage versetzen, dass so etwas wahrscheinlich nicht wieder passieren könnte. Und deswegen müssen wir solche Entwicklungen vorantreiben,
Wir sind nicht dafür zu sagen, wir müssen jetzt eine Vertragsänderung machen. Die kriegen wir in den nächsten 8 Jahren nicht. Aber wir müssen die Möglichkeiten des Vertrages von Lissabon ausnutzen, damit wir die Fragen beantworten können, die die Bürger uns stellen. Die Bürger wollen von uns keinen Kompetenzstreit haben, sie wollen von uns Lösungen haben. Und die müssen wir liefern auf der Ebene, wo sie am besten geliefert werden können. Wir haben im Europäischen Parlament schon vor 15 Jahren verlangt, eine Grenzkontrolle einzuführen an den Außengrenzen. Das haben die Innenminister abgelehnt als Kompetenzwahn Europas. Jetzt machen sie es. Lasst uns wieder Vorreiter sein. Und hier müssen die Mitgliedstaaten, auch Herman Van Rompuy hat es gesagt, die Mitgliedstaaten mitmachen. Sie sind manchmal die stärksten Bremser. Und anschließend wird gesagt, Europa sei gescheitert. Das scheint mir nicht der richtige Weg zu sein. Und wenn Präsident Trump sagt, er möchte mit den europäischen Ländern wieder einzelverhandeln, weil dann die Bedingungen für Amerika besser sind, ziehe ich daraus nur den Umkehrschluss. Bitte lasst uns zusammenbleiben. Sage ich an einem Tag wie heute, wo Brexit offiziell wird, gemeinsam verhandeln, mit Amerika gemeinsam verhandeln, weil jeder sonst schwächer dran ist, wenn er auch vermeintliche Vorteile zu haben glaubt. Wir müssen uns mit den Fragen von Nachbarschaftspolitik und Erweiterung auseinandersetzen, was wir teilweise heute getan haben. Aber meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss kommen. Die Jugend, ich sagte es bereits, geht wieder wählen. Sie geht wieder wählen nach der Erfahrung vom Brexit, wo sie, wenn sie wählen gegangen wäre, in die Zukunft dort nicht geraubt worden wäre. Sie wollen, dass wir es besser machen. Und sie wollen nicht den Nationalismus der Le Pen und andere. Ein französischer Präsident einmal hat gesagt, Nationalismus bedeutet Krieg. Dieses Frankreich 1, Deutschland 1, Niederlande 1 oder was auch immer, führt dazu, dass diese Leute sich in Koblenz getroffen haben, die Wilders, Le Pens und Petris, diese Leute nur eine Gemeinsamkeit haben, Europa zu zerstören, dann gehen sie wieder auf ihre nationalen Eigenheiten zu, versuchen das National allein wieder durchsetzen und wenn jeder Nummer 1 werden will, wird das wieder in einen Kreislauf hineingehen, der über Jahrhunderte uns in Europa in den Krieg geführt hat. Diesen Kreislauf will dieses Europa zerbrechen. Und das ist unsere Antwort auf diese Leute. Das sind nicht die Leute der Zukunft, sondern das sind die Leute der Vergangenheit, die uns in die erste Hälfte des vorigen Jahrhunderts zurückbringen wollen. Und das muss, glaube ich, deutlich zum Ausdruck gebracht werden. Lassen Sie mich schließen mit den Schlusssätzen dieses Papiers. Da heißt es, our European Union is a union of its citizens, its region and its nations. It is built on and it cherishes the heritage of all of our various nations, cultures, beliefs and convictions. Our Europe is enriched by our nations and our nations thrive in the community of other European nations. It is a Europe based on subsidiarity and solidarity. Only together can we meet global challenges and win back the sovereignty of our nations and citizens. European values and interests need to be defended by all of us together. Unity in diversity. This is our common vision. Thank you very much.